Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Captain Tone Treasure Tracker. Ja, ich habe mir die letzte Folge nochmal im Schnitt angesehen und bin immer noch der Meinung, an diesen zweiten Diamanten kommt man nur mit den Rübenschüssen hin. Und deswegen müssen wir das Level wohl oder über zweimal bzw. dreimal machen, weil ich glaube, ich werde definitiv mehr als 10 Rübenschüsse benötigen, um alles zu haben. Anders ist es für mich nicht möglich. Bitte bringt euch um. So, machen wir erstmal hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann machen wir erstmal das im 10er. Verdammt, da war ja was. Kann man auf diese Seite. Okay, dann holen wir uns eher mal die Rübe. Was willst du denn jetzt von mir? Weiter nach unten. Nach rechts. Links. Rechts. Links. Weiter nach unten. Halleluja, geschafft. So. Wie soll man das mit 10 Rüben schaffen? Da bin ich mal gespannt. Und das da unten auch noch. Nein. Ach Mist. Jetzt schnell aufsammeln. Mit dem Pflanzen vor der Grund. Und jetzt nur noch weniger als 10 Rübenschüssen. Das könnte was werden. Vielleicht lassen wir das oben und ich gehe dann so dorthin. Aber geht hier auch nicht, weil ich muss ja. Ich komme noch von dort hin. Eins. Dafür nicht mehr als 5 benutzen. Er kommt. Okay. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs.
Hier habe ich noch. Das ist wirklich eine Aufgabe, die ich auf Screen mache. 7 8 9 10 Muss ich das jetzt eigentlich haben? Und dann nochmal mit Pixel dort. Oh Gott, ich kann das Level nicht mehr sehen. 5 Minuten an diesem einen Level hier. Das, dass wir es schon mal gemacht haben. Und? Ja, wunderbar. Wo könnte sich der Pixel dort verstecken? Erstmal so umschauen. Ich höre ihn auch noch nicht. Ach so, kommt man an den Teil ran. Nein, nein. Oh Mensch. Also, ich glaube, das bringt mir hier eh nichts. So, dann einfach einmal alles kaputt machen, was nur geht. Aber irgendwo ist der Pixel tot. So. Ich das noch von diesem Winkel kaputt? Nö. Ah. Gefunden. Okay. Das ging dann doch schneller als erwartet. So, nächstes Level. Das Geheimnis des Goldreiches. Das sieht schon wieder sehr nach dem Boss aus. Fight time. Oh Gott, warum leckt das jetzt hier gerade wieder so bei OBS? Weiß nicht, bei OBS habe ich immer solche Lag-Probleme. Aber wirklich nur bei OBS. Bei Restream Central ist das nicht so. Weil wenn ich wieder zukünftig streamen muss und Chat einblenden etc. pp. Brauche ich ja OBS. Mal Eigenschaften. Hilft das? Ich glaube nicht. Wenn ich das hier vorsetze. Ja, das hilft. Bis das zumindest. Oh Gott. Sie hätten was? Nö. Das war knapp. Da oben ist der erste Diamant. Okay.
Erst eine Tür. Gehen wir mal rein. Und wie komme ich jetzt dann in den Diamanten ran? Komme ich doch jetzt nicht mehr ran, oder? Dann ist auch noch eine Tür. Oh, das war knapp. Ach, durch die Tür komme ich auch an den Diamanten. Okay. Nein, ich... Puzzle. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Mal das ganze Geld hier einsammeln. Das ist ja gespeichert. Nein. 100 Jahre später. Aber heute lasse ich mir Zeit. Heute bin ich nicht so im Stress. Ich bin gespannt, was hier die Aufgabe ist. Der Diamant ist gesammelt, da kann ich direkt weiter. Wie komme ich da an den Diamanten ran? Ja. Oh Mist. So komme ich ran, okay. Wo wetten hier ist denn der Pixel tot? Gott, am Ende kein Schaden. Tippstein nur 10 Mal berührt, das müssen wir eigentlich auch haben. So, musst du kurz die Aufnahme pausieren, dann würde ich mal sagen, such mal jetzt doch mal den Pixel Toad. Hier gehe ich davon aus, dass er ganz oben ist. Erstmal so gucken. Also so sehe ich den schon mal nicht. Aber ich glaube, die Änderung hat wirklich funktioniert. Ich
Die Münzen können mehr Münzen bleiben. Könnte hier irgendwo der Pixeltotz sein? Ja, schon mal nicht. Wenn die Münze noch nicht so wegmachen, ne? Hoppala, wollte ich nicht. Noch wollte ich das nicht. Voilà. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen, ne? Auch irgendwie so gemein, so unter Münzen versteckt, die eigentlich nicht zum Sammeln gedacht sind. Hm. Naja. So, Toadettes große Herausforderung. Shy Guys in den Schatten. Here I go! Here I go! Ja, warte, ich starte nochmal neu. Wenn es so ist wie beim anderen Level, dann dürfen wir uns vom Shy Guy nicht erwischen lassen. Mist. Oh Gott, hier den Pixeltod für den Halleluja. Ah, das braucht man den ja gar nicht so. Nein, nein. Okay, der Shy Guy muss weg. Der Shy Guy, der muss weg. Aber ich nehme Licht, hä? Mache ich hier nochmal Licht aus? Noch mal ein Licht aus. Steuerung bitte. Keine Ahnung, warum leckt das schon wieder so blöd? Ich advance nicht. Wie mache ich denn das blöde Licht aus? Ich weiß, dass es mal ging. Mit Y, okay. Boah, ich hätte Grüße. Thank you.
So. Weg mit dir. Dann mache ich das halt eben auf diese Art und Weise. Oh, Scheiße. Dann... So dürftest du mich rein theoretisch nicht sehen. Ich glaube, das muss anzünden. Ah, Mist. Na schön. Und es fängt schon wieder an zu lecken. Ich finde es nicht. So, weg mit dir. Stern. Denn dahin. Gehe ich denn den Schlüssel? Wahrscheinlich bin ich alle besiege. Und dürfte ich die rüber nicht für die Pflanze verschwenden. Dann sammle ich erstmal den Stern ein. Zumindest haben wir die Bonusaufgabe gefunden. Scheint aber jetzt nicht in Steuerung Mission Option das einzusehen. Jetzt kann es mir ja egal sein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Mist. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh Mann, ich will nicht mehr. Okay, das war jetzt super. Ja, kriege ich den Schlüssel nicht? Aber woher kriege ich dann den Schlüssel? Aber hier ist doch nichts. Okay. Oh. Toll. Das war jetzt blöd. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Das gleich nochmal mit der Pixel-Tot und dann hätten wir es.
Heute mal Captain Todd in Spezialfolgenlänge. Ich möchte wirklich beibehalten, dass wir 3 Level pro Folge schaffen. Und wenn es denn auch so sein muss, ich muss es schon wieder machen. Vielleicht mit einem anderen Filter. Aber vielleicht habe ich Glück und es ist wirklich nur in der Übersicht so. Und in der Folge ist es eigentlich ganz normal. Hier sehe ich noch keinen Pixel dort. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz unten ist. Autsch. Bitte gehen Sie weg. Ist da Pilz drin? Nö, nur noch rüber. Ich glaube. Mann. Nach den anderen besiegen. Ach Mist, ey Leute, das nervt. Das ist Minuten schon. Ich habe gefühlt nichts geschafft, außer 2 Level. Komm her. Ach Mist. Wie könnte das nur passieren? Mache ich das eigentlich? Ich kann auch Gegner stunnen, ne? Muss mir im Kopf behalten, dass ich noch diese Fähigkeit habe. Lassen Sie mich bitte nur. Mit Konzentration. Halleluja. Level 15, Rutschpartie auf der Neonrampe. Klingt gut. Nehme ich. Here I go. Oh, Flipper. Nett. Wow. Komm ich denn bitte schön dahin?
Nein, ich wollte eigentlich... Ach, damit. Ich muss nach da oben ins Loch fallen für den Diamanten. Okay. Mist. Ach Mist. Aber dafür haben wir schon mal zwei. Der Diamanten, das ist gut. Muss dann ins Loch fallen? Okay, ich sehe schon. Yay. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie die zwei Dinger noch aktivieren. Okay, das ist ein spaßiges Level. So. Jetzt nur noch den einen. Bin ich gespannt, was hier die Sonnenaufgabe ist. Oh Gott, nee. Muss ich an die Seite halten, okay. Erst ein paar Münzen mitnehmen. Das ist so einfacher. Nein, wie geht's? Jetzt, wo ich nicht in das Loch muss, fliege ich immer da rein. Okay, das hat Spaß gemacht. In kein Loch gefallen. Okay, das kriegen wir hin. Aber nicht mit diesem Leck. Ich weiß nicht, was momentan los ist. Das nervt mittlerweile. Es wird auch nicht besser. Mich jetzt konzentrieren, sonst fliegen wir nämlich nur wieder in die Löcher rein. Mensch. Das könnte nervig werden. Okay, nur noch das eine. Wenn ich mich da seitlich halte und dann kurz am Ende... Nein, 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 da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich muss nur noch das eine aktivieren. Jetzt. Okay. Lief doch besser als erwartet. Und jetzt nur noch der Pixel tot. Erstmal hier rein, um zu gucken. Tatsache. So, dann geht's in der nächsten Folge mit Giftkanal-Kanonade weiter.
Flucht über den Horror Express und Kamex Mondscheinturm. Das können wir auch schon mal freikaufen. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Captain Toad Treasure Tracker. Bis dahin, tüdelü.